Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Familien, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Im heutigen Evangelium hat Jesus einen ganz bekannten Satz gesagt, einen, der auch ganz oft zitiert wird, nämlich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Diese Situation, die ihr auf dem Bild gerade seht, die kennen wir alle. Wir sind nicht ortskundig. Es kommen viele Schilder und wir fragen uns, welcher Weg ist der richtige? Den Jüngern gerade im Evangelium ging es ganz genauso. Ja, bei denen war es sogar noch schlimmer, denn sie wussten weder den Weg noch ihr Ziel. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Zurzeit suchen wir alle den richtigen Weg im Umgang mit Corona. Sofort wieder voll zur alten Normalität oder doch noch ganz vorsichtig oder doch lieber einen Weg der Mitte. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, da geht es uns wie den Jüngern. Herr, ich weiß nicht, wohin ich will, wie soll ich dann den Weg dorthin kennen? Und wie zu den Jüngern sagt Jesus auch dann zu uns: Ich bin der Weg. Und er lädt uns ein, auf seinem Weg zu gehen, auf dem Weg der Verbindung zu ihm, auf dem Weg des intensiven Hörens auf seine Stimme, auf dem Weg der Gemeinschaft mit den Mitmenschen und auf dem Weg der Liebe. Wenn wir seinen Weg gehen, dann werden wir unseren Weg durchs Leben finden. Wir vom pastoralen Team, wir sind in den letzten Wochen haben wir versucht, auf seinem Weg zu bleiben, auf seinem Weg weiterzugehen. Und wir wurden auf den Weg der Livestreams geführt. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Zunächst mal ihm, dass er uns auf diesen Weg geführt hat. Dann natürlich unseren Technikern, dass die es uns in technischer Hinsicht ermöglicht haben, diesen Weg zu beschreiten. Und danach natürlich auch Ihnen und euch allen, dass ihr diesen Weg mitgegangen seid. Ich bin die Wahrheit. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat die Wahrheit mit einem Felsen zu tun? Ganz einfach, die Wahrheit ist etwas Festes, etwas Verlässliches, das steht, das feststeht, etwas Stabiles, das auch beim stärksten Widerstand nicht umkippt, sondern das trägt. In der Lesung hat Paulus Jesus als den Eckstein bezeichnet. Also etwas, auf das man bauen kann, aufbauen kann. In den letzten Wochen, da haben wir alle gemerkt, jeder Mensch braucht ein solches festes Fundament. Ein stabiles Fundament, das trägt und das stehen bleibt, auch wenn Wellen anrollen. Seien es Wellen von Viren oder andersartige Wellen. Und im Evangelium hat es dann geheißen: Euer Herz verwirre sich nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Glaube an Gott möchte uns dieses Fundament schenken, das stehen bleibt wie der Fels in der Brandung, das dich trägt, auch in den größten Stürmen des Lebens. Und wer sein Leben auf den Fels der Wahrheit Gottes baut,
Wer sich auf den Fels des Gottesglaubens stellt und ihm vertraut, der braucht sich nicht zu ängstigen und auch nicht zu verzagen, wenn die Wellen anrollen. Denn dieser Fels wird dich tragen. Ja, er wird dich tragen. Ich persönlich nehme genau diese Botschaft aus den letzten Wochen mit. Und dann sagt Jesus noch, ich bin das Leben. Als die Viren uns am stärksten belagerten, da blühte die Natur auf. In all ihrer Schönheit, in all ihrer Pracht, jede Knospe ein Wunderding. Ungerührt der Dinge, die da vor uns gingen. Und wie vielen, vielen Menschen hat auch mir diese Schönheit und die Kraft, der Lebenswille der Natur in diesem Jahr ganz besonders viel Kraft und Trost geschenkt. Ihr Lebenswille, der sich überall, wirklich überall Bahn bricht. Und für uns Christen steht ja hinter der Schöpfung der Schöpfer. Und dieser Schöpfer ist der Quell, die Quelle des Lebens und der Lebendigkeit. Und Jesus lädt uns ein, wenn ihr euch mit mir verbindet, dann seid ihr an dieser Quelle des Lebens, am Quell der Lebendigkeit. Und er lässt unser Leben wachsen durch alle Widerstände hindurch. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Familien, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie wahr, wie lebendig und wie wegweisend diese Worte Jesu doch sind. Schenk mal ihnen unser Vertrauen. Amen.